Fantastic. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Clash of Clans. Ich bin's wieder, Matthias. Und wir sehen ein paar Angriffe aus unserem Meisterclan für Rathaus 8 und drunter. Ich lasse einfach mal ein bisschen laufen. Angriff hier von Blabla auf Karl 2007 von dem Clan Pro Gamers. Er greift mit Balloonion an, Level 4 Ballons, Level 3er Lakaien. Ist vielleicht mal ein Angriff, den sich auch Leute ruhig angucken können, die eben noch so in diesem Level sind mit ihren Ballons, mit ihren Truppen, um da vielleicht noch den einen oder anderen Tipp rauszuholen und sich das mal anzugucken und nachzumachen vielleicht. Wir wollen ja nicht immer nur High-Level-Sachen zeigen. Dazu gehe ich, da habe ich übrigens später nochmal eine Frage an euch, bezüglich nur High-Level-Sachen, das erkläre ich aber später. Und ja, jetzt wollen wir mal eben gucken, was er hier gerissen hat mit dem Angriff. Ich wollte euch natürlich nicht spoilern, deswegen habe ich direkt auf Play gedrückt. Und er hat jetzt schon 48%, jetzt kommen die Minions hinterher, Level 3, wie gesagt. 13 Stück hat er noch übrig und ein paar Clan-Truppen. Wir dürfen gespannt sein, was da noch so geht. Was hat er noch? Was hat er denn wohl in der Clanburg? Hat er noch nicht gesetzt, wir dürfen noch raten. Mal gucken, was jetzt noch passiert. Jetzt hat er auf jeden Fall hier links schon mal so ziemlich alles weg. Gleich die Kanone hier unten geht noch flöten. Hat er hier oben noch einen Tesla und dann dürfte das gewesen sein mit Verteidigung. Das heißt, sehr vielversprechend der Angriff bisher. 84% hat er. Jetzt geht er ans Rathaus dran. Das dürfte auch klappen, gehe ich mal davon aus. Hier unten sind auch noch jede Menge Minions unterwegs, die jetzt vom Goldlager rüberkommen und vom Elixierlager. Beziehungsweise jetzt ist das Rathaus eh schon fertig. Dann können sie sich jetzt um alles andere kümmern. Und dann wird er wohl die 100% knacken, ohne die Clan-Truppen zu benutzen. Also wie gesagt, ich mache mal ganz kurz Pause. Wenn ihr auch eher so in dem etwas tieferen Bereich seid mit den Level 4er Ballons und 3er Lakaien. Ja, 3er Lakaien ist ja in Ordnung, aber 4er Ballons sind ja natürlich noch ein bisschen tief. Beziehungsweise wäre auch vielleicht auch nochmal was für mich und mich, wo ich selbst das davon abgucken kann. Wer da Interesse dran hat, der kann sich den Angriff natürlich jetzt nochmal wieder auf Wiederholung drücken oder kann sich den ja gerne nochmal angucken. Kann man vielleicht noch das ein oder andere von lernen mit 100%. Ich meine, die Base war natürlich jetzt auch nicht ultra stark, aber mein Gott, für ein paar Pokale, gut 14 Stück hat er bekommen. Ist nicht die Welt, aber noch so ein kleines bisschen Loot dabei, 100.000 jeweils. Also ein ganz schöner Angriff für eine Pokaljagd. So, jetzt will ich selbst auch erstmal angreifen. Ihr seht es, ich habe es ungefähr geschafft, übers Wochenende 200 Pokale zu farmen. So viel dazu, wie viel Zeit ich immer so habe. Ich war, wie gesagt, fast nur zum Schlafen zu Hause und habe immer unterwegs mal wieder so ein bisschen. Aber dann wird es natürlich auch angegriffen. Gestern Abend habe ich ein bisschen was gemacht. Hier, immer mal so ein paar Pokale rauf und runter, aber auch nur Rathäuser gesnipert. Außer einen Angriff, den kann ich euch gleich noch zeigen. Da gab es ein bisschen Loot auch. Und jetzt wollen wir mal gucken, was wir noch so finden. Ich habe mir mal Go-Wipe-Truppen gebastelt, um ein wenig noch für den Clan-Krieg mich vorzubereiten, den wir gestartet haben. Weil die Jungs alle gefragt hatten, können wir nicht einen Clan-Krieg machen? Und natürlich können wir das tun. Jetzt könnte ich mir fast die 28 Pokale hier eigentlich mitnehmen, ne? So, dann wollen wir mal los starten und uns angucken, was wir hier so reißen. Ich habe übrigens meine ganzen Kasernen mal gepusht und meine Helden gepusht und die Zauberspruchfabrik gepusht. Alles gepusht, was geht, weil ich jetzt, wie gesagt, heute Morgen auch mal ein bisschen was reißen will. Jetzt, weil heute Morgen, jetzt Montagmorgen quasi, ist der Zeitpunkt, wo ich mal ein bisschen Zeit habe. Und dementsprechend will ich jetzt einfach mal, dass wir hier ein bisschen was hinkriegen. Und jetzt habe ich den Sprungzauber, den Hutzauber ein bisschen gefailt. Ich wollte eigentlich den Sprungzauber setzen, scheiße. Aber wir gucken trotzdem mal, das müsste theoretisch trotzdem reichen. Ich habe auch noch ein paar Magier in der Klamuk, jetzt mal noch hinterher. Habe ich gerade vergessen, könnte ich mal einmal zünden. Und dann läuft das hier mit meinen vier Packers. Die räumen jetzt, denke ich mal, ganz gut auf. Denke mal, diese drei Sterne sollten uns sicher sein. 28 Pokale kann man natürlich gerne mal mitnehmen. Auch wenn das natürlich jetzt teuer war dafür. Klar, darf ich jetzt nicht aufs Elixier oder aufs Dunkle gucken. Aber darauf kann ich jetzt halt gerade dann auch mal verzichten. Ist jetzt nicht so tragisch, wenn es jetzt hier gleich bergab geht mit den Truppen. Dann haue ich hier nochmal einen Haltzauber drauf. Komm, was soll's? Wir haben es ja. Ist im Endeffekt egal. Wir retten alles. Und wenn es uns jetzt halt ein paar Millionen Elixier kostet, dann soll es so sein. Ist mir dann im Endeffekt egal. Ich kann die Sachen auch noch später ausbauen. Das Einzige, was ich vielleicht ganz gerne mal sparen würde, ist mittlerweile Gold. Da ich, wie gesagt, immer noch auf meinen zweiten X-Bogen spare, aber zwischendurch irgendwie, weil ich halt ständig unterwegs war, auch mehr oder weniger mir nur ein paar
Mauern immer gebaut habe, damit es nicht ganz verschwindet und verballert oder geklaut wird. Deswegen habe ich Mauern gebaut und konnte noch nicht auf den X-Bogen sparen. Aber ihr seht es jetzt, 1,6 Millionen Gold habe ich oben. Hälfte quasi schon mal auf dem Weg zum zweiten X-Bogen. Denke, dass ich das in den nächsten Tagen auch irgendwie schaffen werde. So, jetzt bauen wir das Ganze nochmal neu. Ich habe schon angefangen, ja. Mal eben gucken, wie viele Truppen. 192, was fehlt mir denn dann wohl? 5 Mauerbrecher, 6 Magier. Von 210, was habe ich denn schon drin? Habe ich noch einen Päcker vergessen? Das kann eigentlich nicht sein, ne. Komm, wir machen einfach mal Magier. Ist im Endeffekt ja egal. Oder nochmal ein paar Mauerbrecher. 210 von 210, dann kann es da gleich weitergehen. Die Helden sind noch fit. Das ist gut. Zaubersprüche müssen wir natürlich bauen. Machen wir halt so. Und dann können wir uns mal in den Angriff von gestern noch angucken. Das können wir tun. Wiederholung. Das wäre dieser hier. Da habe ich nämlich jeweils noch 200.000 Loot mitgenommen und auch 53%. Ich dachte mir, so eine Kackbase, die können wir mal angreifen. Man verschätzt sich aber bei solchen Dingern immer. Weil das teilweise dann trotzdem, ja, was heißt in die Hose geht, aber nicht ganz so läuft, wie man sich das denkt. So. Jetzt nochmal auf die Sache zurückzukommen, was ich eben gesagt habe. Mit den, Max-Truppen. Da wollte ich euch nämlich mal für die 17 Uhr Folge was fragen. Und zwar solltet ihr euch mal bitte Gedanken machen, was würde für euch ein perfektes Video ausmachen über Clash of Clans. Also, ja, einfach nur macht euch mal Gedanken, was würdet ihr gerne darin sehen. Und das wollen wir dann unter dem 17 Uhr Video mal ausdiskutieren später. Da werde ich dann mich auch ein bisschen dazu äußern. Und ja, das würde ich dann gerne wissen. Das braucht ihr jetzt noch nicht hier drunter schreiben, sondern einfach beim nächsten oder beim 17 Uhr Video und dann gucken wir uns an, was ihr dazu meint, was ich dazu meine oder wie auch immer. Unter anderem zum, jetzt mal als Beispiel, sollten da immer nur Max-Truppen drin vorkommen oder auch mal für schwächere Spieler tiefere Angriffe, so wie wir es eben gesehen haben mit den Viererballons. Oder wollt ihr auch als schwächere Spieler nur Max-Truppen sehen? Und ja, keine Ahnung. Also macht euch da mal Gedanken zu, könnt ihr euch nachher dann unter dem 17 Uhr Video zu äußern. Dann will ich auch ein bisschen was dazu sagen oder wie auch immer, wollen wir dann mal sehen. So, der Angriff war dann durch. Ich hatte auch, ja, ich hatte jetzt noch 14 Bogenschützen übrig, aber ich dachte mir, die kann ich mir auch sparen. Hab die dann nicht mehr gesetzt, war dann egal. Ich hatte ja 50%. Und den Loot, den ich haben wollte, 8 Pokale bekommen. Ich gehe nochmal nach Hause und wir gucken mal, ob unsere Truppen, ja, die sind natürlich noch nicht fertig. Aber wir gucken mal, ob wir nicht noch irgendeinen Angriff haben. Hier ist eine Wiederholung. 53%. Ich guck mal weiter oben. Ob noch irgendwo was auftaucht, hier auch 53% plus 10, das war irgendwie schlecht, sagt er. Ja, gucken wir mal, was hier irgendwie schlecht war. Was war denn hier irgendwie schlecht? Er hat das Rathaus 8 draußen stehen. Dann hat er mit Ballonien angegriffen. Und ja, da ist die Luftabwehr schon, oder beziehungsweise die Luftabwehr, die Ballons schon alle ziemlich zerfetzt, bevor sie überhaupt irgendwie was gerissen haben. Die Luftabwehr ist immer noch heile. Dabei ist sie noch nicht mal so stark. Immer noch heile. Immer noch heile. Ah, jetzt der abstürzende Ballon hat sie noch zerstört. Beim Runtergehen. Ich weiß nicht genau, wie viel Schaden machen die beim Runtergehen nochmal genauso viel Schaden, wie wenn sie eine Bombe werfen. Ich weiß es nicht. Also wenn die abstürzen, meine ich, dann hauen die ja nochmal Schaden raus. Aber gut, so, was hat er jetzt hier noch gemacht? Er hat dann rundherum mit den Ballons noch ein bisschen Verteidigung weggedroschen. Und dann quasi wahrscheinlich jetzt mit den Minions das Rathaus angegriffen. Und auch noch mehr, ich weiß nicht, hat er die restlichen auch noch gesetzt? Ja, hat er rundherum. Oh, da ist der, ah, hier haben wir mal den Luftfeger jetzt im Einsatz. Macht aber jetzt nicht so viel Unterschied. Okay, der Bogenturm hat es ein bisschen mehr zerrissen. Ja. So. Dann war das Rathaus auch auf jeden Fall auch kaputt. Und er hat allerdings noch nicht wirklich viel Beute geholt. Ein bisschen was ist da ja noch zur Verfügung, zumindest an Elixier und 500 oder 465 dunkel, das ist ja auch noch ganz okay. Aber okay, so, jetzt hat er die restlichen auch noch hinterher gedroschen. Sein König ist noch da. Hat er den gar nicht gesetzt? Ne, sieht nicht so aus, ne? Jetzt in der Mitte noch ein bisschen Loot holen. Und dann läuft es. Ich meine, gut, klar. Kein allzu glamouröser Angriff, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber, mein Gott. Ich denke mir immer, solange man noch die Sterne mitnimmt oder die Pokale quasi und auch noch ein bisschen Loot oder wie oder was. Klar, geht immer besser, aber ich denke mir immer, mein Gott, solange man doch das kriegt, was man will und jetzt nicht unbedingt ein Mega-Fell, das hatte ich gestern auch wieder, hat wieder irgend so ein Spacko, Entschuldigung, hat wieder irgend so ein Spinner seine
seine vier Teslas neben das Rathaus gestellt. Und ja, ich wollte schön mit der Bogenkönigin das Rathaus snipern. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch finde, aber das kann ich wahrscheinlich eh nicht mehr zeigen. Ich wollte schön mit der... Ne, das hier war es nicht. Hier habe ich nur Loot... Ne, was war das der? Ne, das war es nicht. Irgendwo... Ja, keine Ahnung, dann ist das schon raus. Jedenfalls wollte ich schön das Rathaus mit der Bogenkönigin snipern. Und dann standen da natürlich alle vier Teslas drumherum. Und ich musste erstmal zusehen, wie ich damit vorankomme. Das war also ziemlich molks. Und ja, gut. Ich hatte natürlich dann auch nicht wieder, weil ich dann wieder den Fehler gemacht habe, einfach nur ein paar Bogenschützen noch mitzunehmen. Hatte ich natürlich sonst auch nichts. Und konnte dementsprechend nicht wirklich was reißen. So, jetzt haben wir noch ein paar Sekunden, bis unsere Truppen fertig sind. Das dauert aber noch so ein kleines bisschen. Deswegen würde ich vorschlagen, wir suchen uns noch eine Wiederholung raus, bevor wir Feier machen und ihr euch dann die Gedanken machen könnt zur 17 Uhr Folge. So, den 53er hatten wir jetzt eben. So muss das. War das der? Weiß ich nicht. Muss mal eben gucken. Muss mal eben gucken. Nein, den hat man noch nicht. Er hat Bartstruppen und den König. Waren Level 5, Bogenschützen Level 5, einfach rundrum hinten gepflanzt. Ich mache jetzt mal auf nicht vierfach, doppelte Geschwindigkeit. Gucken, was er dann da so veranstaltet hat. 230.000 Gold als Beute verfügbar und 1000 Dunkles. Kann man natürlich gerne mal mitnehmen. Zusätzlich natürlich, wenn man auch noch die Pokale kriegt. Aber auch hier wieder, was so, was bringt es ihm, die scheiß Teslas ans Rathaus zu stellen? Das ist, naja, egal. So, ich meine, klar, es bringt ihm theoretisch was, wenn jemand einen falschen Truppen angreift und der durch ein paar Pokale gewinnt, aber ey, das ist, ich könnte sowas, ich könnte mich da mal aufregen. Ach, er hat gar nicht weitergemacht, er hat gar nicht, ist gar nicht auf den Loot gegangen, hat das Gold liegen lassen quasi und das Dunkle und hat sich nur aufs Rathaus konzentriert oder hat der, war der Angriff einfach nicht so gut, ich weiß es nicht, egal. Wir gehen nach Hause und machen jetzt Feierabend, ich bedanke mich fürs Zugucken. Wir sehen uns in der 17 Uhr Folge wieder. Wie gesagt, macht euch da mal Gedanken dazu. Bis dahin, und schreibt es dann unter die 17 Uhr Folge. Nicht jetzt bitte. Wir wollen uns ja noch nicht spoilern. Was macht für euch ein perfektes Clash of Clans Video aus? Beispielsweise hohe Truppen oder auch mal schlechtere Truppen oder was weiß ich, sagt, überlegt euch alles, was ihr gerne mal da drin haben möchtet. Sei es nur ein High-Level-Dorf wie bei, oder ein höheres Level wie beispielsweise von Fred oder jetzt ein tieferes wie meins. Oder, keine Ahnung, alles mögliche. Wie gesagt, alles, was für euch ein perfektes Clash of Clans Video ausmacht, macht euch Gedanken und schreibt es unter das 17 Uhr Video, wenn es denn dann gleich draußen ist. Danke fürs Zugucken, bis dahin, macht's gut und tschüss. Ach ja, was ich noch ganz kurz erklären wollte, der schwarze, der Balken links mit dem Bild von den Barbaren, das geht nicht anders, weil ich am iPad aufnehme. Ich kann momentan nicht bei BlueStacks aufnehmen und deswegen muss ich am iPad aufnehmen und da ist das Bildformat anders. Und wenn ich das strecken würde, sieht's scheiße aus. Deswegen muss ich leider da diesen Banner hinmachen. Das nur noch kurz zur Info, weil einige auch gefragt hatten. Haut rein!